Zu kaufen. Super. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ja. Ich weiß, dass Sie es waren. Ja? Ich erinnere mich an Sie. Och. Wirklich? Das ist beeindruckend. So, hier dieser unglaubliche Blick, wie ich finde, auf die Zitadelle. Also wir sind ja hier im Zentrum sozusagen, wo die fünf Arme zusammenlaufen. Und, ach, die quatschen ja immer noch. Nein, ich... Ashley? Ashley, was machst du da? Ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Was war das? Was machst du da? Ich kann Ihnen nicht helfen. Geht's dir gut? Ashley, renn doch nicht weg. Ashley! Alles okay? Ashley, sag doch was. Ashley? Ashley! Ist irgendwas... Ach Mensch, Ashley. Kaiden? Du? Ashley? Warum redet ihr nicht mit mir? Ashley, kein... Oh Gott. Ja. Wie auch immer. Wer bist du denn hier? Achso, du redest mit der. Ich muss mal ganz kurz husten. Einen Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Hier geht's gleich weiter. Also da hinten war jetzt nicht sehr viel mehr los, außer Werner. Commander Shepard? Ja? Hallo, Commander Shepard? Ja? Wer bist du denn? Emily Wong. Emily Wong. Mein Name ist Emily Wong. Ja, ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Ja, was gibt's denn? Was brauchen Sie? Presse. Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Tja, ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Ja, warum ich? Sie haben doch viel bessere Quellen. Sprechen Sie mich an. Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Ach ja, spüren Sie? Ich habe Ihre Akte gelesen. Wenn jemand die Korruption hier aufdecken kann... Dann die Heldenfigur des skylianischen Angriffs. Oh, danke, Schmeichlerin. Informationsquelle, was auch immer das jetzt bedeutet. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Mhm. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Ja, werden wir mal sehen, ob ich Ihnen helfe. Keine Versprechen, aber wenn ich etwas mit Bezug auf Ihre Story finde, melde ich mich. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Und damit verschwand sie auch schon. Hör mal, Kaiden, dir geht's aber auch dreckig. Kann man dich nicht heilen? Ha, geht doch. Muss man natürlich erstmal die Waffe auspacken, ne? Um jemanden zu heilen. Brauche ich die Waffe. Erstmal in eine aggressive Haltung übergehen. Zu heilen. Tja, was haben wir hier? Ich glaube, sowas wie eine Mini-Station war hier. Nee. Ach! Ach ja! Unser zwielichtiger Gang. Stimmt, da sind wir vorhin aus dem Fahrstuhl gekommen. Dann... Ah, da hinten können wir die Aussicht beobachten. Das machen wir doch gleich. Das ist nicht schön. Ganz schön riesig. Du sagst es. Ist das Ihre professionelle Einschätzung, Sir? Er hat recht, Chief. Das ist keine Station. Das ist eine komplette Stadt. Hier müssen Millionen leben. Es ist doch utopisch, den Überblick zu behalten, wer die Station verlässt oder betritt. Jump Zero sieht dagegen aus wie ein Wohnklo. Und es ist die größte Raumstation der Allianz. Jump Zero war riesig. Aber das hier ist noch eine andere Liga. Man sieht sich nur diese Bezirke an. Wie schaffen die das nur, dass diese Massen nicht auseinanderfallen? Schmelztiegel. Boot schon voll? Der Rat vertritt mehr Rassen, als ich dachte. Kein Wunder, dass sie vorsichtig mit Neuankömmlingen sind. Vielleicht wollen sie einfach nur alles am Laufen halten. Es muss harte Arbeit sein, all diese Kulturen miteinander zu vereinen. Vielleicht mögen sie auch nur keine Menschen. Naja, das glaube ich nicht.
Na los, wir hauen ab. Okay, Schnattern einstellen. Wir sind zwar neu hier, aber das soll ja nicht jeder sofort sehen. Zu Befehl, Commander. So, ein bisschen Ordnung hier in den Laden bringen. Achso. Ein Hinweisschild. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Ich muss hier gerade noch mal ein bisschen korrigieren. Ich stoße hier nämlich gerade mit meiner Maus immer gegen die Tastatur. Ist ein bisschen eng gerade auf dem Schreibtisch. Wenig Platz. So, was ist hier? Eine Sackgasse? Nein, ein Keeper! Ein Keeper. Doch, Sackgasse. Aber hier war noch eine Tür. Und da gehen wir jetzt rein. Ach, hier war die Klinik, genau. Hier ist die Klinik. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Hey, Colm, Michel, Michelle, Mitchell, wie auch immer. Hallo, Commander. Ich bin Dr. Chloe, Michelle. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Jo. Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mhm. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Warum nicht? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle? Meine Eltern, mein Vater, ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuerhalten. Los. Ging aber Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Ah, ein Medi-Exoskelett. Dieses Prototyp-Upgrade kombiniert einige fortschrittliche Medizintechnologien, um die Körperfunktion zu kontrollieren. Dadurch liefert sie optimale Heil- und Regenerationszeiten. Blub. So, ist alles im Prinzip viel, viel zu teuer. Nein, was ist das? Um den Kanton zu... Ein Gesundheitsregeneration pro Sekunde für 70. Ach, komm, lassen wir erstmal. Hier können wir uns die Medigel aufstocken. Das ist schon mal gut. Hier sind Bäume. Und hier ist ein Kanister. Oder sowas in der Art. Egal! So, wir müssen jetzt langsam mal unsere Nachforschung hier bemühen. Und dafür gehen wir jetzt mal... Ich glaube, erstmal hier runter. Ich weiß gar nicht, kommen wir hier zum Flachs? Ich habe jetzt auch so ein bisschen den Überblick verloren. Ich hoffe es einfach mal. C-Sicherheit? Ich will doch aber zum Flachs. Was soll das? Aber ein Keeper. Und was ist das? Hey! 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 Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich war während des Angriffs auf Minduir. Ich sah Sie auf den Videos, als Sie die Medaille bekamen. Sie haben die ganze Kolonie gerettet. Natürlich. Offenbar haben Sie einen Fan. Nicht nur einen. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadell-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Irgendwie scheint mich hier jeder Dritte zu kennen. Was mache ich hier? Ja, was mache ich? Ich suche Harkin. Kennen Sie einen Officer der Zitadell-Sicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Harkin, ich muss mal das Feld harken. Na... So, da ist mir Mass Effect leider mal wieder abgestürzt. Aber auch kein Wunder bei diesem unglaublich schlechten Witz. Da wäre ich auch in die Knie gegangen. So, ich muss jetzt erstmal kurz erklären. Wir haben lange nicht gespeichert, deswegen speichere ich jetzt nochmal. Und deswegen musste ich ab diesem letzten Speicherpunkt nochmal durchspielen bis hier. Der war... Nachdem wir gerade durch diesen zwielichtigen Gang gegangen sind und ich habe versucht, das jetzt so, also genauso nachzuspielen, wie wir es eben gespielt haben, alles im Schnelldurchlauf. Ich habe alle Gespräche so gemacht wie vorher auch, nur alles durchgeklickt und ich wollte auch die Rüstung nochmal kaufen, nochmal falsch kaufen, also eine schwere Rüstung, die wir noch gar nicht gebrauchen können. Ich habe jetzt auch noch gar nicht. Fällt mir gerade ein. Genau, wir sind jetzt zweimal aufgestiegen. Ich habe die Punkte noch gleich verteilt. Und ich wollte jetzt diese Rüstung nochmal falsch kaufen, aber er, also dieser Händler, dieser Sarah Liana, Sarah
Salarianer, so heißen die. Der hatte die komischerweise diesmal nicht. Also das ist jetzt keine Ausrede irgendwie, damit ich diesen Fehler wegmache. Der hatte die jetzt wirklich nicht mehr. Da war nur noch eine schwere Kroganer-Rüstung und ich hätte sonst das Geld wirklich nochmal falsch ausgegeben. Ging jetzt aber leider nicht. Also wir haben jetzt hier noch die vollen 2000 und, ne? Ja, kann man jetzt nichts machen, deswegen spielen wir auch weiter und hoffen, dass die Abstürze jetzt nicht mehr passieren. Ich werde auch keine schlechten Witze mehr machen, um Mass Effect jetzt irgendwie einen Boden für einen Grund zu geben, abzustürzen. Und wir sprechen erneut mit Officer Lang. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich war während des Angriffs auf Minduir. Ich sah Sie auf den Videos, als Sie die Medaille bekamen. Sie haben die ganze Kolonie gerettet. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Gut, das kennen wir jetzt alles schon. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. So, was ist mit Was machen Sie hier unten? Diesmal sage ich nichts. Kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie einen Officer der Zitadellsicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber Sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. So, jetzt nochmal. Das gibt's doch nicht. So Leute, da wären wir erneut. Ich weiß jetzt echt nicht, woran es liegt, warum es jetzt schon wieder abgebrochen ist. Also irgendwas, ob es an Fraps liegt. Ich habe eben gerade nochmal offscreen sozusagen das probiert. Ohne Fraps an, da ging es. Dann nochmal mit Fraps an, dann ging es auch. Also es ist nicht an dieser Stelle, wo es eben schon mal beim zweiten Mal untersuchen abgebrochen ist, ist es nicht abgebrochen, auch mit Fraps. Also probieren wir jetzt nochmal unser Glück mit Officer Lang. Hey, ich kenne Sie. Sie sind und wir brechen das jetzt ab. Ihr kennt das jetzt, glaube ich, langsam. Ich war während des Angriffs offenbar. Ja. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, untersuchen, Harkin. Was machen Sie? Kennen Sie? Ja. Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen. Jetzt scheint es zu gehen. Also drücken wir mal die Daumen, dass es weitergeht. Aber Sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadellsicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Ja, ich muss gehen. Genau, wir sagen mal Tschüss, bevor wieder hier Mass Effect beschäftigt. Ja, man sieht sich, Kommando. Bla bla. Bevor Mass Effect wieder in die Knie geht, speichern wir auch gleich nochmal und verteilen jetzt erstmal nochmal die Punkte. Und können immer noch nicht Erste Hilfe freischalten. Doch! Hä? Ich verstehe es nicht. Jetzt geht's auf einmal. Ich verstehe es echt nicht. Habe ich vorhin da nicht raufgedrückt? Ist ja auch egal. Also, jetzt können wir schwere Panzerung freischalten. Können wir schwere Panzerung freischalten? Nein, können wir nicht. Ich glaube, dazu müssen wir erstmal was anderes. Wir könnten jetzt schwere Panzerung freischalten oder bald, aber wir haben jetzt gar keine schwere Panzerung. Habe ich ja eben erklärt. Okay. Dann nehmen wir hier mal Sturmgewehr. Und Erste Hilfe. So. Alles klar. Gut, wo geht's hier hin? Zur C-Sicherheit. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wir wollen jetzt... Obwohl, da wollen wir auch hin. Denn da ist ja der Garrus.